Das familiengeführte Bauunternehmen Wolf und Müller mit über 75-jähriger Tradition zählt deutschlandweit zu den größten seiner Art. Mit Hauptsitz in Stuttgart kombiniert das Unternehmen die Bereiche Roh- und Baustoffe, Bauleistungen und Dienstleistungen. Einen Meilenstein stellt die Quarzsandaufbereitungsanlage Quedlinburg dar, mit der hochwertige Quarzsande für Gießereien als Zulieferer der Automobilindustrie und dem Maschinenbau gewonnen werden. Die Anlage unterliegt dem Bergrecht. Auf einer Fläche von 60 Hektar können im ersten Schritt bis 2034 insgesamt 20 Millionen Tonnen Quarzsand abgebaut werden. Wolf und Müller sorgte im Zusammenhang mit dieser Investition ebenfalls für die nötige Infrastruktur. So entstand 2008 zum Beispiel eine Anbindung an die Bundesstraße B6N und somit eine hervorragende Verbindung zur Autobahn. Wichtig für die Projektrealisierung war W&M, ein kompetenter und erfahrener Partner für die Verfahrenstechnik. Am Firmensitz in Hirschhain der Oberpfalz entwickelt das Unternehmen AKW Apparate und Verfahren GmbH Verfahrenstechniken für die nassmechanische Aufbereitung und Trockenseparation von mineralischen Rohstoffen. Und das mit mehr als 5 Jahrzehnten langer Erfahrung. Der Service des Traditionsunternehmens in Familienbesitz umfasst sämtliche Stufen der Wertschöpfung. Von Versuchen über Engineering, Apparate und Aggregate bis zum Anlagenbau und After-Sales-Service. Nach zweijähriger Testphase entstand 2006 in nur 7 Monaten Bauzeit in enger und guter Zusammenarbeit eine Vorzeigeanlage zur Quarzsandaufbereitung. Als Generalunternehmer zeichnete sich AKW A und V dabei verantwortlich für die Auswahl der Komponenten und Lieferung mit zum Großteil eigenen Aggregaten. Die Firma Wolf und Müller erbrachte sämtliche Bauleistungen. Die Wolf und Müller Baustoffe sind ein bedeutender Quarzsandproduzent in Deutschland. Wir haben im Jahr 2001 diese Lagerstätte hier in Quedlinburg ohne Aufbereitung übernommen. Mit dem Aufbereiter AKW haben wir ein hervorragendes technisches Konzept zur Aufbereitung von Quarzsanden im Jahr 2006 in einer kurzen Bauzeit von 6 Monaten realisieren können. Wir können mit diesem Projekt der Aufbereitung von hochwertigen Nassquarzsanden ein erweitertes Spektrum von Kunden beliefern, besonders die Gießereisandindustrie, die Bauchemieindustrie, die Putz- und Dämmstoffhersteller. Und es ist eine hervorragende Geschäftsstrategie, dass wir neben unseren bestehenden Quarzsandwerken hier deutschlandweit und europaweit weitere Produkte für unsere Kunden produzieren können. In der Grube gleich neben dem Werk lagert das Rohmaterial für die Quarzsandgewinnung. Der sogenannte Involutionssandstein, entstanden in der Kreidezeit vor 80 bis 100 Millionen Jahren. Ein Radlader holt pro Schaufel etwa 6,5 Kubikmeter Rohsand aus der Grube. Ein Förderband transportiert diesen weiter zur Anlage. Etwa 170 Tonnen Quarzsand pro Stunde gelangen dann über die Rohsandklassierung in ein Puffersilo. Alles bis zu 4 mm Korngröße erreicht per Welkhandgurtförderer den Attritor. Spezielle Rührorgane erzeugen hohe Scher- und Reibungskräfte im Rohsand, wodurch sich Verunreinigungen ablösen und Agglomerate auflösen. Mit einem speziellen Hochfrequenzklassiersieb werden nun die Quarzsande in Grob- und Feinfraktion getrennt. Der Feinsand wird mit hohen Zentrifugalkräften von 2 Flachbodenhydrozyklonen von unerwünschten Feinpartikeln getrennt. Der nachgeschaltete Wendelscheider trennt jetzt Schwermineralien und organische Verschmutzungen aus dem Quarzsand. Die 4 einzelnen Blöcke haben einen Gesamtdurchsatz von 140 Tonnen pro Stunde. Dieser nun vollständig abgereinigte Sand wird auf einen Eindickzyklon gepumpt. Der nachgeschaltete Aufstromklassierer klassiert nun nach Partikelgröße von 0,1 bis 0,35 mm und bis 0,5 mm. So entstehen pro Tag und je nach Auslastung rund 1500 Tonnen Glas- und Gießereisand und 60 Tonnen Filtersand. Diese Sand-Wasser-Gemische werden mittels Hydrozyklonen und Sieben entwässert
und lagern dann sortenrein in speziellen Entwässerungssilos. Der gröbere Quarzsand über 0,6 mm wird über verschiedene Siebe ausklassiert, entwässert und vorrangig für den Einsatz als Filtersand verwendet. Alle Quarzsande werden mit rund 750 Kubikmetern Wasser pro Stunde gewaschen. Aber nur 4% davon sind Frischwasser. Der Großteil bleibt im System, wird aufbereitet und wiederverwendet. Ein enormer Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit. In zwei Trockenanlagen können alle Sorten auf Kundenwunsch auch getrocknet bereitgestellt werden. Unterhalb der Entwässerungssilos stehen zwei getrennte Förderbandlinien mit Bandwaage zur Produktverladung bereit. Band 1 befördert die gröberen Gießerei und Filtersande zur Verladung. Das zweite dient ausschließlich der Verladung von feinkörnigen Glas- und Gießereisanden. So werden auch geringste Sortenvermischungen vermieden. Durch eine Verladungssteuerung ist es zusätzlich möglich, verschiedene Körnungen gezielt für ihren individuellen Einsatz zu mischen und als Spezialsand auszuliefern. Die hier gebaute Aufbereitungstechnik im Nasswerk und im Trockenwerk reicht aus, um an diesem Standort insgesamt 400.000 Tonnen hochwertige Industriesande zu produzieren. Wir produzieren im Nasswerk 400.000 Tonnen und in den beiden bestehenden Trocknungswerken je 200.000 Tonnen, sodass die Wolfer-Müller Baustoffe im Bereich der Quarzsandaufbereitung mit 10-12% Marktanteil deutschlandweit zu den zweitgrößten Produzenten von Trockensanden gehört. Diese Werke arbeiten hochmodern, sind energieeffizient und produzieren die Produkte in einer hohen Qualität und diese Produkte sind durchgehend zertifiziert. Das Werk zur Quarzsandaufbereitung der Firma Wolf und Müller Baustoffe in Quedlinburg. 21.500 Kubikmeter umbauter Raum enthalten 2.100 Kubikmeter Beton, 1.000 Tonnen Stahl, über 400 Meter Förderbänder. So wird eine Durchsatzleistung von 500.000 Tonnen Quarzsand pro Jahr erreicht. Auch dank der hochspezialisierten Komponenten der AKW A und V Hirschau. Ihr Partner für die nassmechanische Aufbereitung und Trockenseparation von mineralischen Rohstoffen.